Herrmann. Na, will der auch reiten? Nein, kochen. Ach so. Ja, wenn der Reiter sein Tagewerk vollbracht hat, will er auch was Richtiges in dem Magen haben, was? Na, nimm ihn ja an. Ihr Beruf? Kaiserlich, königlicher Hofdichter. Ihr Name? Theodor Körner. Lützow! Der Körner! Bruderherz! Hab Dank! Deine Freiheitslieder waren meine besten Werber. Jetzt soll mein Schwert den Takt zu diesen Liedern schlagen. Fisch auf, ihr Jäger! Hey und wink die Büchse von der Wand! Der Mutige bekämpft die Welt! Frisch auf den Feind! Frisch in das Feld fürs deutsche Vaterland! Segne euch und behüte euch, er verleihe euch Mut und Kraft, er führe euch durch Nacht und Tod zum Licht. Gegen's ausgebrochen. Oh, bitte, doch nicht. Ach, belassen Sie mir doch mein Schweinchen. Das ist alles, was mir geblieben ist. Hey, wo wie warm was ist. Da wollen wir also auch nicht fett werden. Mensch, das soll ein Schwein sein. Ich habe das wie ein Dackel hier halten. Warum Dackel? Gib ihm den Sack Futter mit, damit er es mästen kann.
vielleicht ist es soweit, wenn wir wieder mal in diese Gegend kommen. Ja, komm mal, Brüder, der kommt doch, diese Kiste. Der kommt doch, das kleine Kind. Kinder, Kinder, ich habe nicht mal anständiges Abendessen für Lützow da. Was ist denn da los? Geht! Was gibt's da? Die Köche jagen nach einem Hasen. Die sind doch blödsinnig geworden. Sie werden uns mit ihrer Knallerei noch einen kleinen Nachtbesuch auf den Hals locken. Die Gegend wimmelt hier von Franzosen. Instruiere die Wachen, schicke Patrouillen aus. Los! Nee? Leutnant Körner? Sonderbar. Im Gefecht? Ich habe dich oft beobachtet. Du bist ein ganzer Mann. Kleiner Held. Aber am Lagerfeuer? Wie ein zimperliches Mädel. Was ist denn los mit dir? Ach, ich verabscheue diese derben Späße. Na, komm, begleite mich. Ich schütte mir mal dein Herz aus. Vielleicht kann ich dir helfen. Diese Nacht nicht wunderbar? Es ist schön, so zu träumen. Nur die große, herrliche Natur. So hinüberschlafen und niemals mehr aufwachen. Heimweh? Du bist ein sonderbarer Mensch. Hast du kein Vertrauen zu mir? Erleichter dein Herz. Ich sehe doch, dich bedrückt etwas. Komm, erzähl es mir. Vielleicht bist du verliebt? Trägst gar ihr Bild auf deinem Herzen? Im Herzen, Leutnant Körner. Also, das ist des Rätsels Lösung. Ich kann's verstehen. Ich kenne diese Stimmung. Nein, nein, Toni. Ich darf ja nicht. Ich muss jetzt mit Lützow. Hörst du nicht, was mich ruft? Nichts höre ich, nichts, dass du mich nicht liebst. Wie kannst du sagen, dass ich dich nicht liebe? Toni. Der Lützow wird auch ohne dich fertig. Aber ich, du, mit deiner Freiheit, was geht denn dich das an? Du bist doch ein Dichter. Mich du heiratest,
vom Walde im Sonnenschein hörst näher und näher brausen. Es zieht sich herunter in finsteren Rhein und wilde Hörner erschallen da rein, der füllt die Seele mit Grausen. Und wenn ihr die schwarzen Gesellen tragt, das ist Blitz, das will verwegene Jagd. Das ist Blitz, das will verwegene Jagd. Sie verflascht durch den bitteren Wald und streift von Bergen zu Bergen. Es legt sich in nächtlichen Hinterhalt, das Hurra auf die Wichse. Überfall! Feindliche Patrouillen! An die Pferde! Da haben wir die Bescherung. Die folgende Hasenjagd. Junge? Körner, ich habe meinen Augen nicht getraut. Es ist ein Weib. Wo ist sie? Vorsicht, sie ist verwundet. Wenn man mich braucht, ich bin nebenan bei den Verwundeten. Wer sind Sie? Die Leonore Hohasta. Warum haben Sie das getan? Liebes Fräulein, nein, das geht nicht. Wir sind ja Kameraden. Treue Kameraden in Not und Gefahr. Nicht wahr? Du musst jetzt schlafen. Schlaf gut, Kamerad.